Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 BSTV. Ich bin wieder unterwegs in Oberösterreich, in der KTM Motorhall. Heute schauen wir uns Motorräder an, aber nicht nur Motorräder, sondern auch wie Komponenten im Detail für unsere Serie Motorradtechnik im Detail. Im Speziellen heute hier den hinteren Bereich, den Endantrieb. In diesem Kapitel kommt es mit auf eine lehrreiche Folge. Ja, der Endantrieb ist eigentlich die Verbindung vom Getriebe zum Hinterrad. Also die Kraft muss ja irgendwie vom Getriebe zum Hinterrad kommen und da gibt es dann verschiedene Systeme, wie man das umsetzen kann. Am gängigsten ist die Kette. Dann gibt es noch den Riemen, der allerdings habe ich ewig nicht mehr gesehen an dem Motorrad. Und ja, bekannt von BMW-Modellen natürlich der Kardan, aber am verbreitetsten ist eindeutig die Kette. Der Riemenantrieb hat den Vorteil, dass er einfach extrem einfach zu bauen ist. Also wir haben einen klassischen Zahnriemen, der über eine treibende Rolle angetrieben wird, so wie beim Auto beim Ventiltrieb. Und einfach im Hinterrad dann das entsprechende andere Rad, was dann das Drehmoment wieder aufnimmt. Bei einem Riemenantrieb hat man halt einen Nachteil, dass man, wenn der Wechsel des Riemens notwendig ist, eigentlich die Schwinge ausbauen muss, weil man den Riemen nicht öffnen und wieder schließen kann. Beim Kardanantrieb ist es so, dass wir eigentlich hauptsächlich über die Einbaulage der Kurbelwelle entscheiden, ob Kardan ja oder nein. Da wir bei KTM eigentlich nie eine längs eingebaute Kurbelwelle haben, ergibt sich diese Thematik Kardanwelle nie. Dazu muss man auch sagen, dass wir aus dem Offroad-Bereich kommen, uns an die Vorteile der Rollenkette gewohnt haben und dadurch ist das die Wahl der Stunde. Ja, die Rollenkette ist sehr flexibel einsetzbar. Wir können gleich einmal andere Übersetzungen testen. Auch der Kunde selber kann sich im Zubehör andere Kettenräder besorgen, über die man dann die Übersetzung ändert. Sehr häufig geht sich das mit der aktuell verbauten Kettenlänge dann sogar aus, was wiederum bei einem Riemenantrieb ja gar nicht möglich wäre, weil das ist gut abgestimmt und die Kette verzeiht da ein bisschen einen Längenunterschied. Ich habe beim Kardan mit nichts ein Problem, was der technisch mit sich bringt, diese Lastwechselreaktion und so weiter. Es ist als Techniker mir einleuchtend, dass das schwerer ist und als Konsument ist mir einleuchtend, dass es teurer ist. Und ich denke, dass der Preisfaktor durch die mehreren Bauteile einfach der wesentliche Nachteil des Kardanantriebs ist. Dass das halt wieder was ist, was teurer ist. Und wenn ich jetzt ein gleich teures Motorrad mit Kardanantrieb und ein gleich teures Motorrad mit Kettenantrieb habe, dann kann ich davon ausgehen, dass das Motorrad andere Dinge hochwertiger hat, wie das hier, wo Winkelgetriebe und schieß mich tot noch drinnen sind, die hier nicht drinnen sind. Die sinnvollste kann ich nicht sagen. Ich kann die sagen, die man am meisten taugt, ist mit Abstand die Kette. Kettenhund, ich finde beim Motorrad gehört einfach eine Ketten drauf. Das taugt mir irgendwie, das finde ich ganz großartig. Wobei auch diese Idee vom Kardan verstehe, das taugt mir persönlich aber beim Motorrad am wenigsten. Da finde ich nur so einen Zahnriemen irgendwie sexier, aber keine Ahnung warum, aber für mich gehört es an Motorradlaketen. Der Grund, warum Sportmotorräder sowas nicht haben, ist meines Erachtens das, dass es ein Gewichtsthema ist, ganz klassisch. Kardanantrieb ist schwer, ist auch teuer und gerade bei Sportmotorrädern haben wir so sehr selten die Kurbelwelle in Längsrichtung liegen. Die Rollenkette besteht grundsätzlich aus zwei Gliedern. Wir haben einmal das Innenglied, was den Hauptbauteil der Kette ausmacht und dann haben wir noch die zwei Außenlaschen, die Innenglieder miteinander verbinden und am Innenglied sitzt dann diese Rolle, die sie über die Buchse drehen lässt und da drinnen passiert auch der meiste Verschleiß. Wir haben im Innenglied selber ist dann die Buchse eingepresst und durch die Buchse durch geht der Kettenpin, der dann außen die Außenlaschen auch verbindet an die ganze Kette. Und da in diesem Bereich zwischen Buchse und Pin befindet sich das werkseitige Kettenfett, was dann über Dichtringe, wenn es denn eine abgedichtete Kette ist, gehindert wird, dass rausgeht. Äh,
Beim Kettenrad gibt es verschiedene, ja. Also wir verwenden Stahlkettenräder und Alukettenräder. Das ist natürlich beim Gewichts- und Verschleißthema. Das Alukettenrad ist natürlich ein bisschen leichter, ist leichter natürlich, Alu. Aber der Verschleiß ist natürlich um das höher. Es gibt auch Kettenräder, die eine Kombination, also sprich der Innenstern aus Alu ist, um Gewicht zu sparen, und mein Zahnsegment ist dann wieder aus Stahl, um den Verschleiß geringer zu halten. Weil grundsätzlich versucht das Fahrzeug aufgrund, sag ich mal, der Beschleunigungskräfte hinten einzufedern, und durch den Kettenzug kann ich das in gewissem Maße kompensieren bzw. stabilisieren, dass das Fahrzeug halt nicht so tief hinten einfedert beim Beschleunigen. Und da spielt dann sozusagen die Kette oder der Kettenzug und die Richtung des oberen Kettenzuges eine wichtige Rolle. Genauso wie zum Beispiel auch der Schwingwinkel da mit reinkommt. Damit kann ich sozusagen das Fahrzeug in der Beschleunigungsphase etwas stabilisieren und das Eintauchen hinten verhindern. Ja, Übersetzung ist letztendlich das Verhältnis bei einer Kette der Zähne vom Ritzel zum Kettenrad. Und darüber kann man einfach bestimmen, wie hoch auch die Maximalgeschwindigkeit des Motorrads dann ist. Wenn ich zum Beispiel hinten mehr Zähne habe, verringere ich die Höchstgeschwindigkeit des Motorrads, verbessere aber zum Beispiel Durchzugswerte, weil ich eben im Leistungsbereich bei geringeren Geschwindigkeiten liege. Und wenn ich das Ganze umdrehe, kann ich zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit steigern, aber dadurch, dass der Motor dann eben mehr Kraft aufbringen muss zum Beschleunigen, wird die Beschleunigung dann logischerweise ein bisschen schlechter. Und das Übersetzungsverhältnis anpassen ist eigentlich für mich nur auf der Rennstrecke ein Thema. Also wie die Sekundärübersetzungen funktionieren, ist am klarsten, man stellt sich das am Fahrrad vor. Man hat am Fahrrad vorne drei Zahngrenze und hinten mehrere, und der kleinste Gang ist vorne klein, hinten groß. Das heißt, man hat wenig Weg oder wenig, mit einer Umdrehung liegt man wenig Weg zurück, dafür hat man viel Kraft, und in die andere Richtung ist es umgekehrt. Das heißt, wenn ich vorne auf groß gehe und hinten auf klein, habe ich wenig Kraft, aber dadurch viel Bewegung. Gleich ist es beim Motorrad. Ja, es ist so, dass auch bei diesen Endantriebsystemen unglaublich viel Erfahrung in diesen Kettentrieben drinnen steckt, und offensichtlich hat es durch das geringe Gewicht, durch den einigermaßen hohen Wirkungsgrad, sich halt einfach durchgesetzt. Möglicherweise sind diese Riemenantriebe, würde noch mehr drin stecken, aber es kommt auch nicht in allen Segmenten zum Einsatz aus verschiedenen Gründen, und es schlummert möglicherweise mehr Potenzial, aber ich habe grundsätzlich, sind für mich diese Kettenantriebssysteme okay. Ich ärgere mich auch manchmal, dass dieses Geschlotter dann an den Felgen rumspritzt, aber es ist in Summe wahrscheinlich die beste Lösung. Das ist leicht, das ist wirklich robust, das funktioniert, das passt, ja, ist doch okay. Also die Lastwechselreaktionen würde ich jetzt nicht unterscheiden können, ob jetzt das eine neue Kette ist oder ob das eine verschlissene Kette ist. Was man natürlich merkt, ist, wie ist die Kettenspannung. Also umso fester die Kette gespannt, umso kürzer ist eigentlich die Lastwechselreaktion. Wenn wir vom Gas gehen, dieses Rucken, bis dass die Kette unten gespannt ist, unter der Schwinge, ist bei einer gespannten Kette einfach viel kürzer, als wenn ich eine lockere Kette drauf habe oder locker gespannt ist. Da dauert es einfach länger, bis dass man unten auf Zug geht. Das ist dann die Lastwechselreaktion. Also wenn wir ans Gas gehen, dann spannt sich natürlich die Kette dementsprechend über der Schwinge, weil wir einfach nach vorne wegziehen. Das Rad dreht sich, wenn man von links drauf schaut, gegen den Uhrzeigersinn, und dadurch ergibt sich halt, dass wir oben über der Schwinge am Kettenrad ziehen. Wenn wir jetzt mit der Motorbremse fahren, also vom Gas gehen, Berg runterfahren, runterschalten, dann haben wir natürlich ein Drehmoment in die andere Richtung einzubringen. Das heißt, wir haben dann die gespannte Kette nicht mehr über der Schwinge, sondern unter der Schwinge.
Das ist eine Riesengrätsche. Wir haben sogar 4 Kettensprays mittlerweile. Wir unterscheiden zwischen Offroad, weil du andere Anforderungen hast. Wir haben einen Racing-Chainloop, was einen besonderen Notlauf-Schmiereigenschaften noch bieten muss mit Teflon oder PTFE. Wir haben ein normales Straßenschmiermittel und wir haben mittlerweile auch einen Adventure-Chainloop für die 1290 Adventure, 97 Adventure und so weiter, weil du hast immer wieder unterschiedliche Anforderungen, so wie du das gesagt hast. Du hast die Anforderung, es soll gut schmieren, das ist im Offroad-Bereich der Fall. Schmieren ist das A und O. Die Haftbarkeit ist im Offroad-Bereich jetzt nicht so entscheidend, weil da soll Schmutz, Staub jetzt eigentlich gar nicht anhaften. Und das Offroad-Motorrad wird ja ständig gewaschen, also mit dem Kercher sauber gemacht. Das heißt, dann kommt wieder neues Kettenspray drauf und so weiter. Also da hast du relativ viel Frequenz, um neues Kettenspray aufzutragen. Bei einem Straßenmotorrad, was man zur Uni fährt, zur Arbeit fährt, wie auch immer, was jeden Tag funktionieren soll, was womöglich sogar das ganze Jahr über eingesetzt wird, da soll es natürlich so sein, dass es möglichst langhaftend ist. Es soll wasserabweisend sein, weil ich fahre ja auch bei Wind und Wetter. Dementsprechend muss es da sehr, sehr haftfähig sein. Da wird wir arbeiten damit mit White Grease, also mit Fett, was in dem Spray mit drin ist, was dann halt entsprechende Schmiereigenschaften auch bietet und wasserabweisend ist. Ich habe es eingehend gesagt, so ein Racing Chain Loop. Da kommt es natürlich auch darauf an, dass du Reibung reduzierst, weil du willst ja nicht deine Leistung, die du am Motor produzierst, durch die Kette und durch die Übertragung verlieren. Also das soll möglichst reibwiderstandsarm laufen. Da setzen wir dann Teflon ein. Teflon ist ein Festschmierstoff, der es hilft, dann die Reibung zu reduzieren zwischen den Komponenten, also zwischen Ritzel, Kettenblatt, Kette und so weiter. Und dann haben wir jetzt neu eben dieses Segment mit Adventure Bikes. Die aus München jetzt nicht, weil die haben Kardan, aber die aus Mattighofen, die haben in der Regel alle eine Kette, sowie auch andere Motorräder, die aus anderen Ecken der Welt kommen. Da ist der Spagat fast am größten. Jetzt nicht in Mitteleuropa, aber stell dir USA vor. Da fährst du mit so einem Motorrad unter Umständen 2 Stunden, bis du irgendwo an der Wüste oder an einem Offroad-Gelände ankommst. Und dann fährst du Dirt Tracks. Also du fährst nicht Motocross mit so einem Motorrad, aber du fährst staubige Straßen, Geröllstraßen, du fährst Pässe, die nicht asphaltiert sind etc. pp. Das heißt, du hast die Anforderung, dass du auf dem Highway wirklich hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten mit der Kette hast. Das heißt, da soll es haften und nicht abfliegen. Offroad wiederum soll es möglichst keinen Staub aufnehmen und keinen Dreck aufnehmen, der dann anhaftet, weil auf dem Weg zurück wäre das wie Schmirgelpapier. Das heißt, dann hast du unglaubliche Abnutzung. Also den Spagat zu schaffen, ist noch schwieriger. Wie oft müsst ihr den Kettensatz tauschen bei eurem Motorrad? Wie gut habt ihr das im Griff mit der Wartung? Weil wenn man fleißig pflegt, reinigt und fleißig natürlich schmiert, hat man natürlich eine relativ lange Lebensdauer. Bin ich gespannt, wie die 1000 PS Community unterwegs ist, wie groß die Spreizung an Lebensdauer bei den Ketten so ist. Bei euch. Post jetzt gerne unten drunter. Wie pflege ich meine Kette? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin das totale Pflege- und Saubermach-Muffel. Also ich reinige wahnsinnig ungern meine Motorräder. Am liebsten würde ich es einfach immer in die Waschstraße stellen und abspritzen. Fertig. Aber pflegisch von der Kette, ja klar, einfach mit dem Kettenspray drüber schmieren, schauen, ob die Spannung noch circa passt, aber ich bin jetzt ehrlich, ich fahre jährlich zum Service, also ich pflege es halt schon regelmäßig, schmiere die Kette, aber den Rest sollen die Experten machen. Ich gar nicht. Andere Leute, die schlau sind und darauf achten, dass das lange hält, tun das mit einem Kettenspray. Nein, Kettenspray mache ich eh selber auch. Aber es gibt so Systeme, Kettenöler, die man am Motorrad anbringen kann, die Kette permanent schmieren. Sowas wäre für mich natürlich großartig, muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Ich jammer auch immer beim Schmieren, aber am Ende des Tages, wenn ich dann zusammenschreibe, bei so einer richtig langen Tour, wie oft habe ich wirklich geschmiert und wie oft habe ich wirklich gespannt, muss ich sagen, ja, es ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also, es gibt wahrscheinlich nur ganz wenige Leute, die den Vorteil des Kardans wahrscheinlich nutzen. Ich stehe drauf, dass ich da wirklich nichts dran rumfingern muss. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Am Ende des Tages, wenn man die Minuten zusammen rechnet, die man in einem Motorradleben bei 50.000 Kilometern mit Kettenpflege verwendet, dann ist das, glaube ich, sehr überschaubar. Also ja, ist eh okay.
Ja, aus Kettenfetten, also die Kettenpflege generell ist schon sehr wichtig. Also der Kunde oder der Fahrer selber entscheidet über die Kettenwartung und über die Pflege doch sehr deutlich, wie lange das die Ketten hält. Also wir haben, müssen natürlich, wenn es abgedichtete Ketten sind, ist der Bereich innen werkseitig geschmiert und sollte eigentlich nicht nachzuschmieren sein. Problem ist nur dann, wenn man durch mangelnde Wartung den O-Ring beschädigt, der nach außen sichtbar ist und der weg ist, dann ist die Abdichtung weg und dann kommt das werkseitige Fett raus und dann geht der Verschleiß ganz, ganz schnell. Der einfachste Test, um die Kettenlängung zu überprüfen, also die passiert durch das Anziehen an der Kette, ist, dass man am Kettenrad die Kette noch wegzieht. Und wenn man die weit wegziehen kann, dann ist die Kette verschlissen. Also der Ritzelverschleiß bildet sich ja natürlich dadurch, dass die Rolle am Kettenrad zieht oder drückt und wir haben dadurch eine einseitige Abnutzung am Kettenrad. Und durch die einseitige Abnutzung ergibt sich irgendwann einmal die, schaut aus wie eine Haifischflosse und dann, wenn man da den Verschleiß sieht, sollte man das Kettenrad mit der Kette, mit dem Ritzel tauschen. Also immer den ganzen Antriebssatz. Das Wichtigste an der Kettenspannung ist das, dass man versucht zu verhindern, dass die Kette beim Einfedern oder generell bei Bewegungen im Fahrwerk, also wenn die Schwinge einfedert oder wenn sie ausfedert, dass wir unbedingt vermeiden müssen, dass die Kette auch ganz stramm gespannt ist. Die Kette grundsätzlich würde das schon verkraften, aber wir haben dann ein Getriebeausgangslager, was halt die Zugkraft nicht so mag. Man versucht also die Kette so locker wie möglich, aber so fest wie nötig zum Spannen. Die Lebensdauer von einer Kette wird bei uns um die 20.000 Kilometer sein, ist aber natürlich ganz stark abhängig von der Wartung, vom Einsatzzweck. Wenn jetzt einer permanent auf der Rennstrecke unterwegs ist und die Kette weniger schmiert, weil die Schmier auch ein bisschen Leistung frisst, wird die Kette weit nicht so lange halten, als wie einer, der was nach jeder Tagestour die Kette reinigt, wieder neue Fette, jetzt ordentlich spannt. Ja, jetzt sind wir beim Ende angelangt, beim Ende zur Folge Endantrieb. Und ich bin ein ganz großer Fan von witzreichen, ja, Enden. Und das ist das Beste, was mir eingefallen ist. Also könnt ihr euch vorstellen, wie tief die Latte liegt. Aber hoch legen wir die Latte, wenn sie mal eure Kommentare legt. Da erwartet man natürlich jetzt ganz, ganz tolle Kommentare. Was ist denn für euch der beste Endantrieb? Nervt euch das Kettenschmieren oder ist egal? Hauptsache der Endantrieb ist leise und leicht und hat einen guten Wirkungsgrad. Diskutieren wir gerne unten weiter zum Thema Endantrieb. Können wir gerne auch mal hier diskutieren, in der Garage bei der Motorhall. Ich bin da zweimal im Jahr circa da. Vielleicht laufen wir uns über den Weg. Auf alle Fälle sehen wir uns nächste Woche auf 1000 PS TV bei der nächsten Folge von Motorradtechnik im Detail. Bis dann, ciao.